Und da machen wir natürlich weiter mit Koa and the Five Pirates of Mara. Sehen wir irgendwo auch, was wir machen müssen? Oder? Natürlich sind wir hier, um was zu kaufen. Ah, verstehe. Ich muss Müll. Ich muss Müll recyceln. Wenn ich Müll recycle, schalte ich neue Sachen frei. Okay, das ist ziemlich cool tatsächlich. Ich kann die Kamera nicht drehen. Schade. Also weiß ich nicht, was an dieser Ecke zu tun ist. Wir werden es nie erfahren. Ach ja. Ist schon schön. Aber immer noch 4? Gut, würde mich auch wundern. Okay, das hat also nichts damit zu tun. Gucken wir mal. Okay, das ist natürlich auch cool. Gut. Nee, das passt soweit. Ach ja, Koa and the Five Pirates of Mara. Ist ein schönes Spiel, hoffe ich zumindest. Dann wollen wir mal gucken, dass ich wieder zurückkomme. Au. So, die Frau. Warte, nein, ich muss zu Saimi. Stimmt, ich habe ja eine neue. Ich habe ja ein neues Kärtchen bekommen. Ach ja. Die gute Koa. Dü, 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 dü. Du, 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 du. So, gucken wir mal. Hallo Kleine, ich habe schon auf dich gewartet. Du hast ein weiteres Kartenstück, stimmt's? Lass mich mal sehen. Kleine, ich weiß nicht, ob ich dich an diesen Ort gehen lassen sollte. Keine Sorge, Saimi, ich komme schon zurecht. Die Piraten sind meine Freunde. Pass aber bitte auf dich auf. Als ich noch in der Marine war, war dieser Ort streng verboten. Aber ab und zu hat es ein Matrose geschafft, sich zwischen diesen spitzen Felsen durchzuzwängeln. Bist du auch entkommen? Nein, ich hatte nie vor, diesen Ort aufzusuchen. Man hat den Tumult noch kilometerweit gehört. Ich glaube, sie haben sich mittlerweile beruhigt. Naja, einige mehr, andere weniger. Aber keine Sorge. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Nochmal von Kanonen beschossen werden? Was hast du gesagt? Bis bald. Bis später, Kleine. Mögen die Windemaras hier wohlgesinnt sein. Ja, die Saimi macht sich natürlich Sorgen. Das ist ja natürlich verständlich, tatsächlich. Gut, machen kann ich hier nicht viel, ne? Ich kann nur den Müll mitnehmen. Diese bösen Piraten, die überall liegen lassen. Mensch, Mensch, Mensch. Kann man doch nicht machen. Super. Also dann zu den Koa. Komm doch bitte kurz her. Was haben wir denn hier? Hallo Caleb, ich habe die Werkstatt wieder eröffnet. Ich glaube, Mario hatte ein paar Karten, auf denen gezeigt wird, wo man Getriebe findet. Bringen Sie mir, dann bessere ich dein Boot auf. Zu Befehl! Okay.
coole Sache, Kalle. Es kostet 2, ich habe nur 1. Danke dir. Es war aber lieb vom Kaleb. Natürlich möchte ich raus aufs Meer. Ich habe einen Haken an dein Boot gebaut. Ich glaube, er wird dir nützlich sein. Na, apropos, scheint er zu gefallen. Du kannst ihn tief im Wasser benutzen. Vielleicht findest du etwas Nützliches. Ja, gut. Natürlich. Das nehmen wir mit. Dank der Napopo können wir, glaube ich, auch unendlich im Wasser bleiben. Bewege ihn mit L von der Seite zur anderen. Siehst du die Leiste, wenn dir die Energie ausgeht, kannst du nicht mehr weitermachen. Sammle die kleinen leuchtenden Kugeln, um Energie zurückzugewinnen. Aber sei voll vor die Fischen. Wenn du sie berührst, bekommen sie Angst und tun dir weh. Benutze X, um dich schneller zu bewegen. Bereit? Au. Okay, das ist cool. Yay, wir haben Müll gefunden. Nice. Super. Au. Au. Die Dingsbums sehen halt lustig aus. So, wir können natürlich noch mehr versunkene Schätze finden. Ich mache hier mal eine Runde. Let's go! La 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 la. Oha. Also dieser Spielmod gefällt mir tatsächlich. Let's go. So, es gibt natürlich einiges Neues, aber ich will hier nochmal gucken. Einfach so einen kleinen Überblick verschaffen. Ob es hier irgendwo noch einen versunkenen Schatz gibt. Hallo Wal, wie geht's dir? Hier waren wir auf jeden Fall, hier auch. Palmeninsel. Beste Zeit. Ich glaube, da waren wir schon. Es wäre schön, wenn das markiert werden würde, wo wir schon überall gewesen sind. Au. Warte mal. War ich hier unten schon? Bin ich mir gar nicht doch. Da waren wir auch schon. Hier auch. Okay. Dann müssen wir hier lang. Ist doch schon mal schön, wenn wir alles gut abgegrast haben. Thank you.
Kriegsriff. Dank der Bestzeit sehen wir, glaube ich, wie es am besten läuft. Ein Schal. Au. Oh, komm schon. Da mache ich einen Neustart. Da habe ich jetzt viel zu viel Energie verloren. Oh, komm schon! Ach Mist. Oh, meine Güte, das ist nicht so einfach tatsächlich. Vielleicht bin ich auch einfach nur am Anfang zu schnell. Komm, ich habe mir Mühe gegeben. Mhm. Super. Ja, mit der Steuerung muss man sich ein bisschen dran umgewöhnen, tatsächlich. Du fährst nicht automatisch nach links, wenn du den Stick nach links drückst. Sondern du musst halt wirklich in die Richtung lenken. Links, nach oben und dann nach rechts zum Beispiel. Das macht das Umdenken immer so ein bisschen schwierig. Hey. Echo. Na, hast du eine schöne Zeit? Dich habe ich gesucht. Was hat das mit den Plünderungen auf Quelles auf sich? Das war doch nur ein kleiner Scherz. Die Leute sollen einfach nicht so viele Dinge horten. Dinge verschwinden und kommen zurück. Dann verschwinden sie wieder. So läuft das eben. Das glaube ich nicht. Na, surft es zumindest in der Welt der Piraten. Da wechselt ständig alles den Besitzer. Hm. Aber konzentrieren wir uns nicht darauf. Willkommen auf der verbotenen Felsklippe. Dem gefährlichsten, daher auch vergnüglichsten Ort in Mara. Glaubst du bist bereit für die Herausforderung? Natürlich! Wie ich sehe, bist du sehr zuversichtlich. Das gefällt mir. Aber deine Zuversicht wird schwinden, wenn du dich der Nikasia 2 gegenüber siehst. Wer ist das? Mein Schiff natürlich. Ich warte in der Finalrunde auf dich. Kopf hoch, kleine Piratin. Ich mache mir fertig. Here we go.
will natürlich hier alles finden. Here we go, boing, you. Oh, das ist knuffig. Doch, das ist wirklich süß. Wollte doch schon sagen. Checkpoint! Jetzt schon das letzte oder das erste? Wow! Boing, boing, boing. Ah, ich habe nicht so viel gefunden. Das war das letzte. Das machen wir nochmal neu. Weil ich gerne alles finden würde. Oder zumindest ein bisschen mehr. Sag mal, bin ich blöd? Das hat nichts gebracht. Au. Konzentrieren. Autsch. Also war nicht perfekt, aber es sollte mindestens ein gutes Gold sein. Dann werde ich es nie kriegen.
Ich werde es wahrscheinlich nicht voll durchziehen. Oha. Ups. Ja, ein bisschen springen sollte man schon. Das erinnert mich so ein bisschen an Sonic. Oh, Sonic Generations müsste ich auch nochmal spielen. Aber diese Spiele bringen mich alle auf Ideen. Dabei habe ich gar nicht so viel Zeit. Oha. Checkpoint. Okay. Ja, das kannst du vergessen. Wenn du es da einmal verkackt hast, dann... Aber wenigstens kann ich es nochmal neu starten. Auch wenn... ich wahrscheinlich... ein schlechtes Ergebnis kriegen werde. War aber auch gemein, dass da jetzt die direkt in der Kurve die Kameraperspektive ändert. Gar nicht so ein schlechtes Silber tatsächlich. Silber ist Silber. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ah, nicht immer. Kanonen-Zickzack, oh wei. Aber so langsam... ah, bin ich drin. Oh wei. Here we go. Warum? Also bestimmt irgendwas versteckt. Ist nicht so tragisch. Ich will eigentlich nur diese Bonis haben, aber wenn die so ekelhaft versteckt wären. Oh, komm schon! Ist das gemein?
Sag mal. Die verliert aber auch an Speed, ne? Vielleicht soll man das so gar nicht. Vielleicht soll man das so gar nicht kriegen. Was zum? Oh, die Kameraperspektive, ey. So gern ich die auch mag. Plattformer sollten... Ich weiß nicht. Das ist immer schwierig. Wenn die Kamera dein größter Feind ist, dann ist das Design ein bisschen doof. Bei aller Liebe. Und dann muss ich den Kram nicht wieder neu einsammeln. So, wollen wir mal gucken, wo wir das jetzt wieder brauchen. Immerhin. Wir haben zwar jetzt keine goldene Dingsbums bekommen, aber haben alles eingesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Nehmen wir mal so hin. Nehmen wir mal so hin. Königsgipfel. Das erinnert mich so ein bisschen an Chanté. Na, was ist von den Prüfungen? Die wurden alle von diesem genialen Verstand entwickelt. Veranstaltet ihr diese Prüfung jedes Jahr? Naja, um ehrlich zu sein, nur wenn wir wollen. Wenn uns gelangweilt ist oder wenn wir einen neuen Piraten ernennen wollen. Diesmal ist beides der Fall. Hey. Wer ist der neue Pirat? Du natürlich. Und dein Käfer ebenfalls. Er wird dein Maskottchen. Ich will kein Pirat sein. Und apropos ist kein Maskottchen, sie ist meine Freundin. Und wir wollen, dass in Quelis wieder alles normal wird. Hey. Hey, und das wird es auch. Wenn du alle Prüfungen abgeschlossen hast, Anstrengung bringt Belohnung. So besagt es der Piratenkodex. Wie viele Prüfungen sind denn noch übrig? Ah, du hast noch nicht mal eine beendet und denkst bereits an die nächste nach? Du bist wirklich tapfer, wie ein guter Pirat. Gut, ganz nach dem Kodex. Wenn du meinst. Genug geredet, jetzt schreiten wir zur Tat. Du bist mein Kartenstück, oder? Dann nimm dich vor den Kanonen in Acht. Ah, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Was mit den Bomben? Die könnten ein bisschen länger gut sein tatsächlich. Hast auch keine Angst vor Bomben, oder? Ja, klar. Hey.
Genauso, beweg dich wie ein kleiner Fisch. Ich will die Dinger hier kaputt machen. Au. Wieso kriege ich die auch nicht? Wenn ich die nicht anvisieren kann, dann ist das gemein tatsächlich. Was mit den Bomben ist fies. Ich glaube, der lässt jetzt. Naja, so easy war das jetzt nicht. Ist natürlich. Ah, ich kann nur einen bekommen. Ja, das soll man mir mal sagen. Hey. Sehr gut, kleine Koa. Ich hatte recht, du bist eine großartige Piratin. Hm, findest du das wirklich? Hey. Natürlich. Du hast noch einiges vor dir bis zur finalen Prüfung, wo du die Höhle von Grand Loom persönlich aufsuchst. Ihr redet ständig von diesem Grand Loom und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wer das ist. Wie bitte? Grand Loom ist der Größte der Größten, der Schrecken der See, der furchterregendste und tapferste Pirat. Er ist unser Captain. Dem Kodex zufolge müssen Piraten immer vom mächtigsten Pirat beherrscht werden. Lass mich diesen Kodex mal sehen. Das geht nicht. Warum nicht? Weil ich das gerade spontan erfinde. Und jetzt muss ich los. Aber ich freue mich schon darauf, deine Leistungen in den restlichen Prüfungen zu sehen. Viel Glück! Neues Rennen wurde freigeschaltet. Das machen wir. So, jetzt müssen wir sowieso zurück zu Saimi. Das Schöne ist, wenn wir alle freigeschalteten Kartendinger direkt erkunden, dann haben wir nicht so viel zu tun und können eigentlich relativ strakt voran. So, aber das machen wir im nächsten Part. Geht schon viel zu lange. Mach's gut, Leute. Tschüss.